Ja, guten Tag. Wenn wir uns fragen, warum sind die Dinge aus den Fugen geraten? Warum haben wir eigentlich eine ökologische Krise? Warum haben wir gesellschaftliche Krisen? Wenn man immer weiter warum fragt, wie ein Kind nicht aufhört, warum zu fragen, kommt man irgendwann immer aufs Geld. Und in dem Sinne macht es ja auch irgendwo Sinn, dass man sich mal überlegt, was hat das Geld mit dem Thema zu tun. Was wir heute schon gehört haben, ist, das Geldsystem hat offenbar einen Einfluss darauf, wie die Macht verteilt ist. Wir haben von Geiselhaft euch gesprochen. Und auch darauf, wer Gewinner und Verlierer sind, Herr Professor Mastronardi ist darauf eingegangen. Es hat aber auch einen Einfluss darauf, wie wir mit den Ressourcen umgehen. Und dieser Zusammenhang wurde 2012 vom Club of Rome beschrieben als der Missing Link. Und eines der Konstruktionsfehler des Geldes, die dort angesprochen wurden, ist, dass im Geld das Wachstum, wie schon angelegt ist. Und beständiges Wachstum, das kann natürlich bei begrenzten Ressourcen irgendwann nicht aufgehen. Der Club of Rome ist also damals zum Schluss gekommen, dass das heutige Geldsystem für die Umwelt und den Planeten nicht funktioniert. Es funktioniert aber auch immer weniger für einen Großteil der Menschen. Und scheinbar, wenn wir uns die Finanzkrisen ausnehmen, auch für die Finanzwirtschaft selber nicht. Nun ist nicht mehr die Frage vor dem Hintergrund der Krisen, die wir haben, ob es jetzt an der Zeit sei, ob die schon schlimm genug sind, um Neuland zu betreten, sondern die Frage ist eher, welche Art von Lösungen gebraucht werden. Denn das Neuland haben wir nicht. Wenn wir uns überlegen, was getan wird, um den Status quo des Geldsystems zu erhalten, können wir nur Experimente anschauen wie Quantitative Easing und diese Dinge, um zu sehen, Neuland betreten, das haben wir bereits. Nur zwei Dinge fehlen noch. Das eine ist, wir müssen nun schauen, welche Lösungen an der Wurzel des Problems ansehen und wir müssen sehr breit gesellschaftlich darüber diskutieren. Diese beiden Dinge erscheinen mir zentral. Ich glaube, Albert Einstein hat einmal gesagt, dass man mit derselben Art von Denken, die das Problem erzeugt hat, wahrscheinlich die Lösung nicht erreichen können wird. Und in dem Sinne ist es sicher wichtig, jetzt nochmal umzudenken und dieses Thema des Geldes auf der Wurzel anzupacken und nochmal neu zu denken. Mir erscheint es, dass die Vollgeldinitiative die Gelegenheit bietet, eine Diskussion in der breiten Bevölkerung zu führen, und das ist die beste Gelegenheit, der beste Startpunkt.